Das ist der Olaf von Owomo. Wir sind auf einem Autoverwertungsplatz in Castrop-Rauxel, sind wir immer noch? Genau. Hallo Kalle. Hallo. Ja, das ist eine tolle Maschine. Wie schwer darfst du denn heben mit der? Ja, kommt schon ein paar Tonnen zusammen. 5-6 Tonnen. 5-6 Tonnen. Manitou, oder? Richtig. Ja, Manitou. Wir haben jetzt ungefähr 900 Kilo auf der Gabel. Genau. So, und das ist der Olaf. Den Olaf hast du schon kennengelernt. Der ist ja hier der Erfinder. Ich erkläre dir das mal gerade. Wenn du mal kurz mitkommst, Kalle. Der hat was ganz Tolles erfunden. Der hat diesen speziellen Holzdeckel erfunden. Und der wird es gerade mal zeigen, wenn du mal gerade so lieb bist, den Holzdeckel abhebst. Hallo Olaf. Ja, ach so, ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Und jetzt hallo, mal die Box mal zusammenfaltest, dass die Leute sehen. Das ist ein bisschen wie im Fernsehen jetzt. Das ist so eine Zauberstelle. Zack. Das ist eine ganz normale Klappbox. Okay, ja. Eurobox, kennst du ja aus dem Baumarkt. Kennen wir, ja. Kennen wir. Und jetzt mal nochmal auseinanderfaltest. So. So, also das ist eine ganz normale Eurobox. Das ist insofern die schönste Eurobox, weil es die jetzt von Owomo gibt. Ja, aber ansonsten Farbe und so weiter, super. Eurobox. So, ne? dann ist so ein Deckel. Und Olaf, dich haben die Leute immer gefragt, hält das denn was aus? Ja, genau. Da haben die, also vor allen Dingen haben sie mich gefragt, kann ich mich da drauflegen? Ja. Und dass man sich da drauflegen kann, das war für mich immer selbstverständlich. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, komm, wir stellen einfach mal ein Auto drauf. Und dann kann sich jeder vorstellen, ob man sich da drauflegen kann. Ja, wir haben nämlich gleich noch eine Steigerung. Das werde ich aber gleich erst erzählen, da kommst du noch nicht drauf. Ja. Wenn du mal so lieb bist, bringst mal in Position. Wir werden jetzt diesen Citroën, diesen nagelneuen C1. Ja, nagelneuen, ja, genau. In der Verwertung. Richtig. Ja, genau. Den werden wir es gleich mal ablassen mit dem Manitou. Und zwar auf allen 4 Boxen. Bitte mal alle Boxen mal kurz zeigen, dass sie wirklich echt sind. Ja, ja, ja. Die sind jetzt nicht stahlverstärkt. Nein, das sind alles unsere bitte Faltboxen. Mal falt mal. Falt mal. Ja, Olaf, du weißt immer. Ja, ja, wir falten rein, klappen rein, klappen aus. Ja? So. Zack, zack, zack. Zwischenzeitlich haben wir unsere kleinen doppelter Boden. Assistentinnen haben natürlich die Box wieder ausgetauscht gegen eine Stahlbox. Genau, genau. So, dann stellen wir den mal hier drunter. Hier drunter. Müssen wir gleich mal noch so ein bisschen ausrichten. So, dann die beiden anderen noch kurz zeigen. Das sind genau dieselben. Das ist alles das Gleiche. Okay, das sind genau dieselben. Also die sind alles leer. Die. Passt, also genau die gleichen. Genau die gleichen Boxen. So, Nummer 4. Und Nummer 4. So, auch hier. Mhm. Sehr schön. Faltbox, also, das ist das Entscheidende. Wir haben eine Punktbelastung von ungefähr 220 Kilo. Ja. Minus. Und wir werden gleich noch die Mehrwertsteuer noch draufrechnen. Das erkläre ich euch aber gleich, wie wir die noch hinkriegen. Aha. Wir sind bei der Firma Gut. Ich zeige es mal gerade. Ihr habt eine Kfz-Werkstatt. Und ihr seid einer von denen, da kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Stoßdämpfer, oder? Genau. Zum und Beispiel? Alles. Beispiel Stoßdämpfer Golf 4? Golf, eigentlich jedes Modell. Jedes? Ne. Die Älteren haben eigentlich alles da. Sehr schön. So, und jetzt werden wir das mal. Ist auch ein Laden, den ich schon mein ganzes Leben kenne. Also der ist ja an der A2, wenn man hier vorbeifährt. Ne? Genau. Also jeder, der an der A2 fährt und eine Schrotthandlung, für mich war es immer Schrotthandlung, Autoverwerter sieht, dass das ist gut. Ne? So, das ist gut. Das ist gut. Und durch eure Lage kennt das ja jeder hier. Ne? Sehr schön. Ja. So, jetzt, wenn du mal so lieb bist, den mal ein bisschen runterfährst, wir positionieren jetzt mal die Boxen. Ja. Kalle, ist aber ein toller Radlader, den du hast, muss ich ja mal sagen. Das heißt, du lässt jetzt Druck ab. So. Gut, müssen wir mal gucken. So, jetzt wird der Olaf, der wird das mal ein bisschen positionieren hier. So, stopp mal eben, dann machen wir die runter. So, 1. 2. 2. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin echt? Sehr... Oh. Ja, wir haben das vorher nicht getestet, nicht geübt. Nein, also wir haben ja eben die Kisten, habe ich ja erst seit heute. Ne? Die gibt es ja noch, die sind ja ganz neu. So. Das Vertrauen ist groß, weil die Qualität, die soll es halt sein. So, ne? Die sind nämlich made in Germany. Made in NRW. Sowohl die Deckel made in NRW als auch die Kisten NRW. Und was denkst du? Geht's kaputt? Na, schwer zu sagen, aber versuchen wir unser Glück. Oh, bitteschön, wenn du mal so lieb bist. Mit viel Gefühl. Auf jeden Fall. Mit viel Gefühl. Mit viel Gefühl, oh Gott. Oh, warte mal, ich zeig das eigentlich mal. Müssen wir jetzt so eine Hintergrundmusik haben und einen Helm. Einen Helm. Ja, ah, hier macht es Geräusche. Die macht Geräusche. Jetzt kommt das volle Gewicht drauf. Volle Gewicht ist drauf. Kalle, wenn du mal so lieb bist, fall mal raus. Ja. Und jetzt kommt nämlich gleich die Mehrwertsteuer. Du ahnst es schon. Nein. Doch. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe rein. Du weißt, wenn der raus, dass du dir den Kopf reinhauen kannst. Das kann alles passieren, aber ich hab da großen Respekt vor deinen Boxen. Okay. Also, deswegen werden wir das jetzt mal machen. Danger Zone. Also ein bisschen muss deine Verantwortung. Also wir halten erstmal fest, für alle, die fragen,
Was hält denn so eine Faltbox aus? Das ist ja, ja das Erstaunliche oder das, was wir ja eigentlich zeigen wollten oder ich zeigen wollte, ja, weil immer diese Frage kommt, was hält eine Faltbox auf? Kann ich mich da drauflegen? Also auf meine Uvomo-Boxen kannst du ein Auto draufstellen. So. Also insofern, das können wir schon mal festhalten. Warte mal, ne? Ich zeig's mal gerade komplett, dass du auch Stills hast. Geile, geil, oder? Wahnsinn. Oh, das ist eine Faltbox, steht ein Auto drauf. Und jetzt machen wir mal eins. Das ist verrückt, oder? Ich auch, ja, ich hab's gehofft, sagen wir mal so. Volles Risiko, volles Risiko. Volles Risiko. Und jetzt werden wir mal eins machen. Also es ist risikoreich, circa 82 Kilo. Bist du bereit? Halt mal fest. Ich bin bereit, aber tu dir nicht weh, bitte. Ey, wenn ja, das runterkommt, das ist eine ganz schöne Höhe. Du, ne? Das ist mindestens ein Meter. So, und jetzt werden wir mal gucken. Nein, das sind 33 Zentimeter, aber du kannst ja den Kopf einhauen. Oh, jetzt macht er was Verrücktes. Warte mal eben, der. Ich weiß gar nicht, wie das hier. So, die Tür geht auf, du guckst da durch, du siehst mich, du musst ein Stück zurückgehen, dass man das auch komplett sieht. Du stellst dich am besten da hin. Ich scheiß mir in die Hose. Und zieh den, pass auf, das wäre. Ich hab ne Idee. Ich leg mal den Stab weg. Guck mal. Ja. Du musst mich natürlich verfolgen dabei. Ich verfolge dich. So, und jetzt. Oh Mann, ey, das wird ein Video. Ich. Ich hab Schiss. Er geht rein, er macht das. Warte, ich gehe mal einmal. Leck mich fett. Leck mich fett, ich gehe mal einmal zurück. Also ich mache jetzt keine dynamische Last. Nein, nein, das wäre auch übertrieben. Kalle, das hattest du auch noch nicht hier, ne? Ich auch nicht, so. Geht. Geht. So. Ja, das ist in Ordnung, aber mehr machen wir nicht. Nee, nicht, dass sich einer verletzt. So, Olaf. Wir können zufrieden sein, ne? Ja, das ist gutes Zeug, was du gemacht hast. Ja. Ist in NRW, Uvomo, das sind diese Deckel, die können wir gleich mal zeigen. Kalle, wenn du mal so lieb bist, nochmal hochholst, geht das? Ist das geil. War doch gut, oder? Ja, finde ich cool. Den kann man übrigens kaufen. Preis von dem Auto, was kostet was? Oder gibt es ihn nur in Teilen? Ja. Ja gut, da jetzt nur Teile, ne? Teile, okay. Was ist zum Beispiel gern genommen? Nacklampe? Ja, Scheinwerfer, Rückleuchten, Spiegel. So, Scheinwerfer, Spiegel. Ja, ja, alles, was so verschleißt, ne? Genau. Stoßstangen gerne. Türen, Kotflügel, Stoßstangen. Ich glaube, der fuhr auch nicht mehr zum Schluss. Guck mal hier. Nee, stimmt. Ne? Da ist der. So, so vorsichtig, wir mal gehen. Wunderbar. Geil. So. Okay, zurück. Also das ist doch mal eine Nummer hier, ne? Also ich fand's gar nicht schlecht jetzt. Also. Aber. Perfekt, perfekt. Krass. Kalle, erstmal dir vielen, vielen Dank. Wir zeigen ich danke jetzt noch, auch. Ne? Wir zeigen jetzt mal gerade die Funktion, dass du das einmal siehst. Ja, wenn du mal kurz rauskommst. Ich zeig dir mal die Besonderheit von der Box. Du kannst sie nämlich miteinander auch verbinden. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel vier Stück hast, ja, da kannst du da draußen eine Ladefläche machen. Pass auf, wir nehmen mal diese hier. So, guck, und dann kannst du nämlich, also A, überbrücken die Deckel auch. Das heißt, wir brauchen die Deckel gar nicht, wenn du eine Fläche rausmachst, jede eine Box drunter. Ne, stabil ist das auch in der Mitte. Also auch stabil genug, um das Ganze wieder zu schrauben. Das war jetzt ungefähr das Gewicht vom Auto. Hast du gemerkt? Vielen Dank. Gerne. Aber das hier, guck mal, das sind jetzt 60 Zentimeter. Selbst das hält mein Gewicht aus. Das sind 100 Kilo. So. Wir hatten schon mal noch viel mehr drauf. Also nur das ist natürlich, das kann man mal zeigen. Ne? So, und dann kannst du halt, wie du gerade lustig bist, guck mal, Ladehaltung auf beim Autoverwerter. Siehst du, und dann kannst du halt die Sachen Gott, das verschieden zum zusammenbauen. Jetzt, hinten drin in der Ladefläche vom Auto und dann kannst du unten Werkzeuge reinmachen. So. Oder kannst du auch pennen. Und jetzt kommt so, was ganz Tolles. Der Olaf, der holt mal gerade die beiden Heck, wie nennt man die Rückenstützen? Die Rückenstützen, genau. Und der hat nämlich da vorne ein spezielles Teil für dich bereits schon bereitgestellt.
Nämlich eine doppelte Matratze und zwei Rückenstützen, damit du chillen kannst bei dem Wetter. Da will ja kein Mensch arbeiten, ne? Warte mal, wir können das ja mal so machen. Dann sieht man nämlich auch, dass das auch so in, das muss nicht immer in die eine Richtung sein, ne? Guck, siehst du, und dann hast du nämlich, kannst hier komplette Schlummerflächen, Campingflächen draus machen, wie du es gerne hättest, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch die kleine Matratze, die zweiteilige. Wenn du die mal kurz holst, haben wir so ja. Wie Olaf. Und dazu passend hat er jetzt eine Matratze genommen, sodass also die Kinder zum Beispiel, wenn die jetzt im Kinderzimmer stehen haben, die würde ich jetzt nicht mehr nehmen, da ist ein bisschen Öl dran. Was würdest du machen? Genau, und die jetzt einfach mal da drauf. Ja, ich wollte gerade mal gucken. Ja. Weil diese Kiste hier hängt jetzt sehr frei. Ich möchte ja. Nicht. So ist schön. Das ist besser, ja. Das ist schick. Ja, weil mir fehlt ja hier der Deckel zum Halten. So. So, und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Sitz. Da kann der Olaf sich jetzt draufsetzen. Kalle, wenn du mal kurz Kalle, mal, das ich, mal probierst. Da, willst du auch dich draufsetzen? Okay. Wenn du möchtest, kannst du gerne testen. Ja, also. Bitte, Kalle, geh mal kurz drauf. Also, weil das wäre jetzt der ultimative Test. Das Auto hat es ausgehalten, einmal der Kalle. Super. Sitzt mal gut, ne? Nett, oder? Super. Das ist. So, wenn Sie auch eine solche Box haben möchten, ja, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Owomo-Fachhändler um die Ecke oder bei owomo.de, den gibt es nur bei dir, oder? Ja, gibt's den gibt es nur bei mir. Nein, den gibt es nur bei mir. Und ja. So, und sonst Service gibt es nur hier. Ich habe sonst Spaß, Kalle. Geil. So, vielen Dank dir, Kalle. Ja, Dankeschön. Okay. Vielen Dank der Firma Gut in Kastrop-Rauxel. Ist er hier in Kastrop, oder? Sind wir hier? Ist doch Kastrop-Rauxel, ja. Kastrop-Rauxel. Und vielen Dank dir, Olaf. Coole Idee. Das Ganze unter owomo.de. Aber da gibt es noch viel mehr Videos. Da seht ihr zum Beispiel, wie man ein Wohnmobil für 1.500 Euro baut. Ja, das gibt es auch bald. Danke. Bis dann. Tschüss.